Hallo und herzlich willkommen zu Obst, die super Pannenshow. Es sind wieder jede Menge Pannen passiert und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Ja, es ist doch immer wieder schön, wenn die Pannen den anderen passieren und man sich dann drüber amüsieren darf. Stimmt. Schadenfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Oder etwa nicht? Ja, ganz genau. Und die meisten Pannen passieren ja im Haushalt. Und da kenne ich mich aus. Schließlich schmeiß ich den bei uns zu Hause. Hilft denn deine Frau überhaupt nicht mit, Olli? Ja, doch. Sie putzt sehr gerne. Also sich raus und mich runter. Ja, sag mal, was hast denn du vor? Willst du mir jetzt etwa zeigen, wie man bügelt? Nein, Quatsch. Ich will nur meine neueste Erfindung für den Haushalt vorstellen. Tada! Das ist ein Bügeleisen, Olli. Und neu ist das auch nicht. Ah, meinst du? Mhm. Dann pass mal auf. Okay. Na, das ist meine echte Hotline, oder? Was für ein Schwachsinn! Ja, komm, geh mal ran. Boah, es ist echt ein Dilemma. Jetzt soll ich einen Haushaltskurs machen. Ich frage mich, wofür? Naja, damit du einen Haushalt auch richtig alleine führen kannst. Das ist ja ganz logisch. Jetzt stell dir doch mal vor, deine Frau geht in den Keller, ne? Ja. Um, sagen wir mal, Kartoffeln hochzuholen, ja? Dann stürzt sie und bricht sich ein Bein. Und, was machst du dann? Naja, Nudeln. Weißt du eigentlich, was so ein Haushaltskurs alles beinhaltet, Olli? Kochen und Waschen, denke ich doch mal. Naja, nicht nur, ne? Also auch Nahrungszubereitung und Ernährungslehre oder Wäsche und Körperpflege oder aber auch Umweltschutz. Umweltschutz? Was hat denn mein Haushalt mit Umweltschutz zu tun? Naja, Mülltrennung zum Beispiel. Oder Energiesparen. Ja, gut, die Energiesparung. Also die meiste Energie würde ich ja persönlich sparen, wenn ich eine Putzfrau hätte. Also im Prinzip ist das mit dem Haushalt für mich eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, du brauchst einfach nur ein paar nützliche Tipps. Zum Beispiel? Dass man Fenster am besten mit Nylonstrümpfen putzt. Mit Nylonstrümpfen? Mhm. Boah, meinst du nicht, dass ich damit ein bisschen bescheuert aussehe? Olli, ich habe noch einen kleinen Tipp für dich. Also eine gute Haushaltsführung, ja, die zeichnet sich auch durch Sparsamkeit aus. Oh, du, Sparsamkeit ist mein Thema, gar keine Frage. Ich habe immer die besten Sparideen. Wenn ich zum Beispiel, pass auf, das Klo mit Gebissreinigungstabletten reinige, das geht wunderbar, löst alle Flecken, dann werfe ich gleich Omas Zähne noch mit rein. Mhm. Super Idee, Olli. Ja, ich weiß. Also beim Kochen habe ich ja immer noch die größten Probleme. Also besonders Fleisch anbraten, das kriege ich einfach nicht hin. Ist nicht mein Ding. Ach, weißt du, da habe ich einen ganz guten Tipp. Wenn mir ein Stück Fleisch zu zäh geworden ist, ne, dann nehme ich einfach einen Schuss Cognac. Andrea, das hatten wir doch schon. Alkohol ist auch keine Lösung. Und nun wie immer. Olli, ich muss jetzt doch mal nachhaken. Ja. Ne? Also nochmal wegen deinen technischen Ansprüchen. Mhm. Was genau hast du denn jetzt in eurem Haushalt alles so modifiziert? Also den Geschirrspüler, also den musste ich wieder zurückbauen, weil die Welt einfach noch nicht bereit war für meinen mega extra super Turbo Waschgang Deluxe. Also das überrascht mich jetzt ein wenig. Wieso? Ich war doch neulich bei euch zum Kaffee trinken. Ja. Erinnerst du dich? Ja, war schön, ne? Ja. Pass auf, und da hattet ihr doch dieses Geschirr und das war doch blitzblank weiß. Ja, eben. Ursprünglich hatte es ein rotes Rosendekor.